Du brauchst das Top-Meta-Deck, um alle anderen zu vernichten. Eldritch, Starbrigade, Drytron. Dann schau dieses Deck-Profile. Das beste Deck im aktuellen Metagame. Ungeschlagen, undefeated, best Deck in Platinum 1 mit einer undefeated Killstreak. Pendulum. Aber Schlomo, auf Master Duel Meta ist Pendulum gar nicht in dem Top. Shut up! Du bist kein Pendgod und weißt nicht, wie man das spielt. Ich zeig euch wie. Es gibt einige verschiedene Pendeldecks. Zephra, Endymion, Künstlerkumpel, Odice. Aber das allerbeste Pendeldeck ist Pendel Magician, in Master Duel zumindest. Und ich zeige dir jetzt hier das Deckprofil. Die wichtigsten Karten in diesem Deck sind im Extra-Deck Schwermetal Phose Elektromit und im Main-Deck Astrograph Zauberer. Diese beiden Karten synergieren so unglaublich gut zueinander und geben dir ein Plus 3. Das ist nämlich die Hauptschwäche von Pendulum. Du musst ja erstmal Pendel Scales setzen für einen Pendulum Summon und bist damit minus 2 gegangen. Und die beiden Karten haben eine so krasse Synergie, dass es einfach zum Top-Meta-Deck wird. Ich mache nachher noch ein Combo-Video, da kannst du dir dann ganz genau anschauen, warum das so broken ist. Aber jetzt erstmal rein ins Deckprofil. Wir spielen einen Drachengrubenmagier, der ist über mehrere Wege searchbar und ist die Haupt-Out-Karte gegen Eldritch. Also wenn ihr sagt, boah, Eldritch nervt mich so krass mit diesen ganzen Backrows, Drachengrubenmagier in der Scale hat den Effekt, dass ich eine Pendel-Zauberkarte abschmeißen kann und dann eine Fallen- oder Zauberkarte schießen kann. Richtig gut, um dann Skill Drain oder sowas einfach mal wegzuschießen. Dann spielen wir eine Kopie Abstimmmagier, lässt sich auch über mehrere Wege in diesem Deck suchen, ist ein Level 1 Tuner. Das ist in dem Sinne geil, weil du mit dem Level 7 Monstern, die wir haben, richtig gut in Synchro 8 gehen kannst, wie zum Beispiel den Kaliber-Lade-Wilddrachen. Richtig geiles Bossmonster. Dann drei Kopien Künstlerkumpel-Zauberer. Das ist die Hauptart, um den hier zu suchen, den Künstlerkumpel Schädelkrobat Clown. Und wenn ich den normal beschwöre, kann ich dann einen anderen Pendel Magician suchen. Also das ist eine gute Suchengine. Die zweite MVP-Karte hier, Weisheitsaugenmagier. Die Karte ist so verdammt verrückt. In Scale kann ich ihn poppen und dann einen Pendel Magier aus meinem Deck in die Skala setzen. Ihr werdet in dem Combo-Video sehen, wie krass das ist. Dann haben wir hier Harmonisierer Magier, ist auf 2, spielen wir auch zweimal. Wenn sie von der Hand gepennt summoned wird, darf ich einen Pendel Magier von meinem Deck spezial beschwören. Dann kann ich entweder einen Level 4er machen, weil sie ist selber ein Empfänger und dann schon mal Minimum in ein Synchro 8 gehen. Oder ich könnte mir einen Level 7er holen und dann in die Vortex Lines gehen. Super flexibel, richtig gut. Dann auf 1 Doppel-Iris-Magier. Wäre die Karte auf 2, wäre das das undefeatedste Deck auf der ganzen Welt. Niemand könnte dieses Deck schlagen, wenn Doppel-Iris auf 2 wäre. Aber auf 1 trotzdem amazing. Elektromit kann eine Karte schießen von dir selber und dann ziehst du eine Karte. Und Doppel-Iris-Magier, wenn er geschossen wird, kann er mir eine Pengraf-Karte suchen. Und davon spielen wir zwei Targets. Stern-Pendelgraf ist eine Zauberkarte, die sagt, wenn ein Pendel-Magier das Spielfeld verlässt, darf ich mir eine Pendel-Magier-Karte von meinem Deck meiner Hand hinzufügen. Als permanente Zauberkarte ist das so die Hauptart, mehr Plusse zu generieren im Grind-Game. Und die Falle Zeit-Pendelgraf, die wird von sehr vielen Spielern extrem unterschätzt. Die Karte sagt, ich kann einen Pendel-Magician auf meinem Feld zerstören und dann eine gegnerische Karte zerstören. In Kombination mit dem Zeitstern-Magier, der sagt nämlich, wenn ein Pendel-Magier von mir zerstört werden würde, kann ich stattdessen eine Karte von meinem Deck auf den Friedhof legen und die wird dann beschützt. Und dann triggert der zweite Effekt von Zeit-Pendelgraf, die sagt, dass ich dann eine Karte einfach von dem Feld auf den Friedhof legen kann. Das zerstört nicht und outet ganz viele Karten, die sagen, sie können nicht durch Kampf zerstört oder Karteneffekte zerstört werden. Wie zum Beispiel Eldritch, wenn er sich durch den Effekt Special summoned und dann nicht mehr durch Karteneffekte destroyed werden kann. Super, super gut. Dies triggert auch, wenn ich zum Beispiel durch den Effekt nur meine Pendel-Magier-Karte zerstört habe und nicht die andere Karte, die ich dann anvisiert habe. Wenn durch diesen Effekt nämlich nicht zwei Karten zerstört werden, darf ich halt eine zusätzliche Karte einfach senden. Auch richtig gut, du kannst dann eine Backrow schießen und dann eine weitere Backrow senden. Also dieses Deck zerstört Eldritch extrem. Dann nach dem Double-Iris-Magier haben wir den Lila-Toxin-Magier, auch eine richtig, richtig gute Karte, um einfach so eine Sachen wie Skill-Drain zu outen, wenn es in einem richtig simplifizierten Game-State sind. Lila-Toxin-Magier hat den Effekt in der Scale, dass wenn ein Finsternis-Hexer angreift, kann ich diesen Finsternis-Hexer
um 1200 ATK boosten, was dann auch oft schon reicht, um über den Eldritch einfach rüberzukommen. Aber dann zerstört er sich und weil er zerstört wurde, kann ich eine gegnerische Karte schießen. By the way, wenn wir hier aufmerksam lesen, Lila Toxins Zerstöreffekt ist nicht once per turn. Was eine ganz coole Interaktion ist, wenn er negiert wird, wenn dieser Effekt negiert wird, weil viele lesen nicht genau. Und wenn er dann durch die Negierung zerstört wird, wandert er auf den Friedhof. Aber weil er eben gerade wieder zerstört wurde, darf ich wieder etwas zerstören. Amazing. Lila Toxin Magier deswegen dreimal in dem Deck drinne. Übelst krass. Wir spielen eine Kopie Oberster König Drachen Finstergewürm. Das hat den folgenden Grund. Wir wollen Schwermetallphose Electromite rauskriegen, bevor wir unseren Pendulum Summon machen müssen. Und wir haben hier zwei Extender dafür. Einmal Oberster König, Drachen Finstergewürm in Kombination mit drei Kopien Drachenschrein, denn er kann sich vom Friedhof spezial beschwören und search dann Oberster König Tor 0. Das ist entweder dann eine Karte zum Abschmeißen oder ein weiteres Level 7 Monster, um dann in Rank 7 Place zu gehen. Und dann haben wir noch den Abgrundschauspieler Vorspieler, der kann sich von der Scale einfach spezial beschwören. Und wenn wir dann eine weitere Normalbeschwörung haben, haben wir schon Electromite, weil der braucht nur zwei Pendelmonster. Dann spielen wir noch zwei Kopien Tölpeldrache Magier. Könnte man diskutieren, der ist auch richtig gut, kann man auch dreimal spielen. Ich finde den auf zweimal komplett fein, weil das ist alles sehr suchbar. Der hat in der Scale den Effekt, wenn in der anderen Scale auch ein Pendelmagier liegt, dann kann ich ein Pendelmagier von meinem extra Deck auf meine Hand nehmen. Das Prime-Target dafür ist Harmonisierer Magier, denn wenn sie von der Hand gependelt wird, darf ich halt was vom Deck spezial beschwören. Amazing. Astrograph Sorcerer seht ihr im Combo-Video. Oberster König Tor 0 einmal. Eine Kopie des Trudo ist ein Level 7, wenn ich ihn gespecialt kriege. Ist ein weiteres Monster, was ich für Synchro-Plays benutzen kann. Hier bin ich nur limitiert, was ich in meinem Synchro-Pool habe. Auch eine richtig gute Karte. Und wenn ich ein Level 4 Magician targete, um ihn zu beschwören, ist er low genug, um Hulky Fibrax zu machen. Eine Kopie Upstart Goblin, drei Kopien in die Leere, drei Drachenschrein, drei Duelist Alliance. Diese Karte ist so verdammt broken in diesem Deck, weil es mein halbes Deck einfach sucht. Zwei Kopien Hemmung und die Pentgraf-Karten. Im Extra-Deck haben wir einen buntäugigen Wirbeldrachen in Kombination mit dem buntäugigen Absolutdrachen. Die Kombo ist hier einfach, dass wir zwei Level 7 Monster übereinander legen und dann diesen Absolutdrachen verwenden für zum Beispiel eine IP Masquerina oder irgendein anderes Link-Monster. Und dann, weil er auf den Friedhof gegangen ist, können wir den buntäugigen Wirbeldrachen spezial beschwören vom Extra-Deck. Eine Kopie Oberster König der Drache Hungergift. Die Karte habe ich einmal drin, weil es den Effekt von einem beliebigen Monster auf dem Feld und Friedhof kopieren kann. Und in der Regel kopieren wir Elektromit, falls wir das halt einfach nochmal brauchen. Dann einfach ein generischer Rank 7. Hier würde ich lieber Dawn Dragster spielen, habe ich aber noch nicht. Aber wenn ihr einfach generische Level 7 Synchros habt, die ihr besser findet, packt die rein. Das ist halt hauptsächlich für Distrudo wichtig. Dann ein Level 8 Synchro. Ich habe mich hier für Kaliber Lade Wilddrache entschieden. Noch ein Level 8 Synchro. Ich habe jetzt hier Waram drin. Wenn er zerstört wird, zerstöre ich alle offenen Karten, die mein Gegner kontrolliert. Aber hier habt ihr freie Wahl, was eure Lieblings-Level 8 Synchros sind. Beschränkt euch dann nicht, was ich hier in dem Profil drin habe. Dann Zeitstern Magier, richtige MVP-Karte. Wenn ich ein Material abhänge, kann ich einen Finsternis-Hexer suchen. Ich kann hier auch zum Beispiel Abstimm-Magier suchen oder einen meiner Finsternis-Pendel-Magicians. Hier haben wir Nummer 41 Baguska. Das ist so der Max-C-Champion. Immer wenn ihr Max-C werdet. Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich Max-C werde, weil ich weiß, da kommen noch mehr Handtraps. Und wenn ich Going First bin und mein Gegner hat 10 Karten, dann Going Second, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er schafft, mein Board zu outen. Deswegen lasse ich ihn gar nicht erst viele Karten ziehen. Baguska Pass in Kombination vielleicht mit einem Zeit-Pendel-Graph. Also Baguska Pass, alle Monster sind negiert, außer Link-Monster, plus einen Pop über Zeit-Pendel-Graph. Und er muss halt seinen Turn auch frühzeitig beenden dann. Ein buntäugiger Absolutdrache, ein Electromite, ein Hulky Fibrax, eine IP Masquerina, eine Selene, ist auch wichtiger Bestandteil der Kombos. Und dann die Bossmonster, ein Appaloosa, ein Zugangskodiersprecher, um Games zu beenden und eine Unterweltgöttin. Diese Karte ist super gut, einfach für die seltenen Momente, wo es diese Monster gibt, zum Beispiel bei Erignista. Ist unberührt von allen Effekten. Ja toll, mit 6000 Angriffspunkte. Was mache ich da? Einfach benutzen. Einfach mal benutzen. Pendulum hat gar keine Schwierigkeiten, einfach sau viele Monster aufs Board zu klatschen, denn die Unterweltgöttin braucht einfach 4 Effektmonster, ist ein Link 5,
aber ich kann ein gegnerisches Monster benutzen. Das heißt, wenn ihr so ein gegnerisches Monster habt, wo ihr nicht drüber kommt, was ihr nicht outen könnt, Underworld Goddess. So, wir schauen uns jetzt hier ein kurzes Combo-Tutorial an, damit ihr die Macht von Pendulum seht. Beide Weisheitsaugen-Magier in der Scale, das bedeutet, ich darf mir meine Scales komplett frei aussuchen. Astrograph-Zauberer triggert hier in meiner Hand. Der Spezial beschwört sich und addet mir eine Karte auf meine Hand, die in diesem Turn zerstört wurde. Ein Weisheitsaugenmagier wurde ja zerstört. Dann aktiviere ich den zweiten Weisheitsaugenmagier und mache High Scale. Low Scale habe ich Duelist Alliance, search mir jetzt Stern Pendelgraf. Wenn jetzt ein Pendel Magician das Feld verlässt, boom, darf ich eine Karte auf meine Hand searchen. Aus den beiden Monstern, die wir hier haben, mache ich jetzt mein Electromite. Beide triggern. Electromite schießt jetzt den Double Iris und Electromite Effekt, ich darf eine Karte ziehen, Astrograph Zauberer triggert again, weil ich hier ein Monster zerstört habe, bei mir eine Karte zerstört habe, wird er sich wieder specialen und mir wieder eine Karte auf meine Hand holen. So, ich habe mir jetzt hier meine Scales zurechtgelegt, mache jetzt einen Link 3, Selene, die kriegt jetzt Tokens oder Counters, je nachdem wie viele Spells auf dem Feld und im Friedhof liegen. Jetzt kommt mein Pendulum Summon. Aus den beiden Level 7ern Absolutdrache. Dann ein Synchro 8. Selene specialt jetzt einen Hexer von meiner Hand. Aus den beiden mache ich IP. Das mache ich ganz gerne, weil die Appaloosa, die daraus entsteht, kann dann nicht durch Karteneffekte zerstört werden, was ganz nice. Und der Absolut, der specialt mir jetzt den Vortex-Drachen. Die beiden Drachen auf der rechten Seite sind Omni-Negates, die können alles negieren. Und Appaloosa sind drei Monster-Negates, die kann jetzt nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Das heißt, ein Lightning-Vortex würde nur noch mein Savage-Dragon erwischen zum Beispiel. Und verdeckt habe ich jetzt ein Zeit-Panel-Graph gelegt. Ich könnte jetzt einen meiner Magicians in Scale schießen und dann eine genische Karte kaputt machen. Und Stern-Panel-Graph, weil hier eine Magician-Karte zerstört wurde, sucht mir dann wieder eine neue Magician-Karte. Das war das Deckprofil plus eine kleine Combo für euch. Wenn ihr noch Fragen habt, joint dem Discord und wenn ihr das Video geliked habt, dann lasst auch ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Chillio.